Hallo und willkommen zurück zu Atelier Ryza. Wir wollen jetzt Boss Bescheid sagen, was hier im Untergrund der Insel alles so vonstatten geht. Erst der Turm da im Norden und jetzt diese künstliche Insel. Ich muss sagen, das klingt alles sehr... Jetzt sag mir nicht, dass du uns nicht glaubst. Nachdem ich die Unterwelt gesehen habe, habe ich wohl keine andere Wahl mehr, als das alles zu glauben. Also, was ist jetzt dein Plan wegen der Wasserversorgung? Wir haben derzeit noch keine Hinweise über eine Wasserquelle, über eine Energiequelle. Aber am besten reparieren wir erstmal die Ausrüstung. Und ich stelle dazu gerade Nachforschungen an. Aber wenn du wüsstest, wie viele Bücher es da durchzulesen gibt, das kann eine Weile dauern. Ja, dann beeilt euch. Meine Familie der Diebe verdient nicht die Macht, die wir derzeit besitzen. Wenn ich könnte, würde ich die Kugel sofort vernichten. Boss, Nusutto ってのが Brunnen 家のご先祖様のことを言ってるのなら、私はその人に感謝してるよ。Boss, ich weiß ja, wie du dich fühlen musst. Du nimmst deine Vorfahren jetzt als Diebe wahr, aber sie haben uns auch einen Gefallen getan. Nani? Was? その人は私たちと違って塔を目指す理由なんかなかった。ただ行きたくて悪魔の野に踏み入った。Sie hatten keinen besonderen Grund, zu dem Turm zu gehen. Sie haben das Teufelsfeld nur betreten aus Erkunderdrang. その先で誰もいない場所で水を出し続けてた玉を水源が止まって困っていた村に持ち帰ってくれた。Und in diesem verlassenen Turm fanden sie dann eine Kugel, die das gesamte Dorf retten könnte. Und gleichzeitig wurden wir vor der Gefahr gewarnt, die auf das Dorf irgendwann mal zukommen würde. Das sind zwei Fakten, die sich nicht abstreiten lassen. Ja, ich schätze, da hast du recht. Ja, schon, aber vergessen wir auch nicht, dass sie dann die Kugel dazu benutzt haben, sich hier als Chef aufzuspielen. Lento, maze kaisanai. Tonikaku, anta no yu Brunnen-ke no yūkansa tte no wa honmono da to omou yo. Hör auf mit dem Thema. Jedenfalls, Boss. Du kannst stolz auf die Tapferkeit der Familie Brunnen sein. Gut, egal. Beseitigt oder macht möglichst bald was gegen dieses Problem, okay? Nun, habt ihr endlich Frieden geschlossen mit dem Brunnen? Also mit dem Sohn der Brunnen? Wenn du wissen willst, ob wir ihn getroffen haben, dann kann ich ja sagen. Aber ich würde nicht gerade behaupten, dass es freundlich zuging. Das freut mich zu hören. Hey, hast du nicht zugehört? Ich habe gesagt...
じゃれてることはクラウディアにはお見通しね。でも確かにボスが言ったみたいに急がないと。Lass gut sein, Lind. Claudia durchschaut dich. Aber Boss hatte recht. Wir müssen uns beeilen. Ja, die Dürre ist schon unterwegs. Wir behalten auch das Tor im Auge. Sobald die Ausrüstung repariert ist, müssen wir das Heiligtum wieder aufsuchen. Das sehe ich auch so. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Na, dieses Rennen werden wir gewinnen. Das verspreche ich. Gut, was sollen wir dafür tun? Wieder mal zum Atelier und uns einen Plan überlegen. Das können wir doch immer am besten. Sind hier sonst noch irgendwo Quests? Nein, alles klar. Dann geht's zum Atelier. War das gerade Lent, der gegangen ist? Will er alleine irgendwo hin? Na gut. Ich will ja nicht neugierig sein oder so. Nein, Riser, da wärst du auch die allererste neugierige Alchemistin. Aber meine Intuition als Alchemistin sagt mir, irgendwas geht da vor sich. Warum geht er ganz alleine hier hin? Ich glaube nicht, dass hier Monster in der Gegend sind, aber trotzdem. Ein Kampf? Ist es vielleicht ein Filusha? Komm schon, Boss. Ein Kampf kann jeden Augenblick losgehen. Und da kannst du nicht sagen, warte, Moment mal, ich bin noch nicht bereit. Ich habe nichts dergleichen behauptet. Lent und Boss, was machen die denn da? Ich weiß, ich habe dich darum gebeten, mich zu trainieren, aber bist du sicher, dass du auch Zeit dafür hast? Hast du nicht genug andere Dinge zu tun? Also in der ganzen Zeit, in der Riser am Alchemiekessel steht, weil ich mal wieder alles Mögliche ausprobieren will, da hat Lent alle Zeit der Welt. Ich mach das doch nicht für dich. Ich trainiere dabei ja gleichzeitig meine eigenen Fähigkeiten mit der Klinge. Ich kann ja weder Alchemie wie Riser, noch kann ich Sachen reparieren wie Tao. Und auf gar keinen Fall kann ich Menschen emotional unterstützen, wie es Claudia kann. Alles, was ich tun kann, ist trainieren und bereit für den Kampf zu sein. Naja, ich will jetzt hier nicht dein Geständnis hören. Alles, was ich will, ist besser werden. Also ich würde ja lieber mit jemandem trainieren, der näher an meinem Level ist. Was ist bei dir eigentlich mit Lumba passiert? War der nicht dein Trainingspartner? Ich
ふりして自分を強いと思い込むために利用していた。Ja, er ist nicht aus Kämpferholz geschnitzt. Ich habe immer so getan, als hätte ich es nicht bemerkt. Und habe mich mir dann immer selbst eingeredet, dass ich stark bin. Aber ich werde ihn nicht länger in meine Schlamassel mit hineinziehen. Ich muss stärker werden, damit ich Kilo wiedersehen kann. Falls es der eine oder andere vergessen hat, Kilo war die, die in der Unterwelt lebte und sich immer noch gegen die Fidusha wehrt. Deine Gründe sind närrisch, aber ich muss zugeben, du bist tapfer, dass du tatsächlich dorthin zurück willst. Du bist doch zum Turm gegangen, oder? Warum erzählst du es nicht den Dorfbewohnern? Da würden sie sich bestimmt schämen. Es stimmt, das war einst mein Ziel. Aber als ich die Spitze erreichte, war mir das auf einmal völlig egal. Für mich geht es bei Abenteuern um die Herausforderung und um die Aufregung, um die Spannung. Ich muss da nicht noch den Applaus von anderen Leuten haben. Ja, jetzt bist du auf einmal derjenige, der so erhaben und allmächtig klingt. Na, das wirst du auch noch begreifen, wenn du das erste Mal auf ein richtiges Abenteuer ausziehst, alleine. Ich würde ja sagen, dazu musst du mich aber erstmal besiegen. Und das wird niemals passieren. Also versuch es erstmal und nähere dich dem Ziel an. Ja, laber nur weiter. Aber ich werde dich schon noch übertreffen. Und dann werde ich dir das Gleiche sagen. Ja, dein derzeitiger Ton erinnert mich daran, als Agatha und dein Vater dich ausgeschimpft haben. Ich kann mich kaum erinnern, wovon du überhaupt redest. Es war vor so langer Zeit. Klar, klar, wenn du das sagst. Ach, die beiden. Vielleicht hätte ich nicht lauschen sollen, aber... Okay, das gehörte offensichtlich zur Hauptquest. Ich soll synthetisieren und 3 Tage warten? Im Ernst? Na gut. Wir haben jetzt 5 Uhr nachmittags. Wir könnten eine bessere Eisbombe machen. Können wir das? Ich muss mal gucken, ob ich dafür auch Eisbomben brauche. Meist ist das ja so. Und dann muss ich wieder auf halbem Weg unterbrechen. Oh, Glasblume brauche ich. Die muss ich erst verdoppeln. Wir versuchen es mal. Ach, habe ich überhaupt noch Energie hier zum Verdoppeln? 6000. Das ist nichts. Das ist gut.
どうしようかな。どこに入れ、何を入れるのがいいかな。So, wenn wir hier auch noch eine vernünftige Eisbombe machen. High Quality schon mal anfangen. Critical Plus ist auch ein guter Anfang. So, dann noch ein bisschen Blitz. Da reicht dann ein Zweier. Ja genau, haben wir hier Critical Plus oder sowas? Ja. Ja, hier hätte ich so eine Schnecke, aber ob ich die jetzt nehmen soll, weiß ich auch nicht. Hier haben wir nochmal Critical Plus. Ja, und hier hätten wir nochmal Destructive 5, das ist auch noch okay. Bench Projection könnte auch noch was sein. So, dann die Glasblume. Ja, und hier brauchen wir tatsächlich eine Eisbombe. Es ist doch... Achso, wir haben sogar welche. Das ist doch wunderbar. Und das passt auch so genau mit 6 Punkten, die wir hier haben. Das ist jetzt blöd. Ah, das können wir nicht machen. Ich müsste sonst beide Glasblumen opfern, die sind aber so gut. Die will ich nicht opfern. Wir müssen das auf später verschieben. Ich kann jetzt eigentlich nur so auf neue Rezepte gehen. Nektar will ich übrigens, also Nektar kann ich in Elixier verwandeln. Dafür müsste ich mein einziges Dunkelheit opfern. Das will ich gerade nicht. Versuchen wir hier einfach mal. Ne, versuchen wir auch nicht. Auch keine Zutaten. Ich glaube, ich lege mich gleich ins Bett und schlafe 3 Tage. Aber noch haben wir hier ein bisschen Chance. So, welches Rezept wollen wir denn? Hier haben wir Kriminea. Achso, das kennen wir ja schon, Eisbombe. Also Ice Brand oder Northern Brand. Gut, wir müssen also nach rechts. Wind ist gut. Ein Dreier Wind reicht mir. とりあえず何か入れちゃうか。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。 So, wir müssen bedenken, daraus, das wird jetzt ja ein Muster-Item. Wir werden das auch nochmal duplizieren, um bessere Ausrüstung herzustellen, gehe ich jedenfalls stark von aus.
Das Defensive. Oder Attack und Speed. Ah, und hier können wir noch eine Uhr draus bauen. Naja, wir machen erstmal hier. Ich suche nach halbwegs guten Trades für Waffen und Rüstung. Das zum Beispiel. Lightspeed Blessing. When using item. Das zählt nicht für Waffen und Rüstung. Also ich gucke sicher jetzt aber nochmal nach, aber... Nee. Da unten rechts sind keine Waffen und keine Rüstung abgebildet. Swelling Power. Maximum HP, 3 Sterne für eine Rüstung. Das ist nicht schlecht. Steel Protection, dann bleiben wir auf dem Rüstungsweg. Und dann suche ich mir hier auch mal einen Trade raus, der dazu passt. Gibt's gar keinen. Dann bleiben wir bei halbwegs guter Qualität. Ja, wir brauchen 6 Punkte. Warte mal, bei Rüstung, dann machen wir hier mal Def und Speed. Haben wir sonst noch mal Def und Speed? Ja, bleibt nur der. So, Trade Slot brauchen wir natürlich auch.
とりあえず何か入れちゃうか。 ちゃんと考えないとね。 いいもの、できそうな予感。 何を入れるのがいいかな。 Oh ja, der ist noch ganz gut mit Sync Quantity plus 1. Okay, den nehme ich jetzt nicht mit. Oder doch, zum Duplizieren, komm, das müssen wir machen. Jo, wir haben gesagt, wir nehmen auf jeden Fall Steel Protection mit rein und wir nehmen, wo ist es? Hä? Ja, Swelling Power, genau, das war das andere. Und dann Death und Speed. Okay. Jetzt ist die Frage, Arkenziel, wie viel haben wir davon noch? Nur eins. Das kann ich leider auch nicht opfern. Das hier können wir vielleicht machen. Wir wollen zum neuen Rezept. Oder haben wir das? Wir haben Goldotherien auch noch nicht mal hergestellt. Nein, ich will jetzt erstmal einfach zum neuen Rezept. Das ist... Nein. Hier. Dragon, okay. Müsste eigentlich relativ einfach gehen. とりあえず何か入れちゃうか。 Greatly increases attack. Warte mal, für was? Für Waffen. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht das, was wir machen. Okay, das würde hier sogar wirken, das Brewing Authority. Was macht Noble Pride? Wenn unsere Hitpoints weniger als die Hälfte sind, wird Angriff erhöht und zusätzlicher Schaden gegen Stunt-Enemies gemacht.
Was ist Golden Crown überhaupt, ein Accessoire oder? Achso, Entschuldigung, das ist der Pilz. Das ist das, was wir hier herstellen. Keine Ahnung. Feuer ist gut. Den noch mit rein. Roll of Fence. Also es ist ein Accessoire, was wir hier herstellen. Ansonsten hätte es keine Rolle. Also klar, es könnte natürlich auch theoretisch eine Waffe oder eine Rüstung sein, aber diese Krone, die wir herstellen, ist dann höchstwahrscheinlich ein Accessoire. Das bringt mir da nicht so viel. Ach, und hier brauche ich schon Gold Uterian. Ach, das ist doch Mist. Also, das müssen wir mal zurücknehmen. So, dann werde ich jetzt erst einmal herstellen. Nee, komm, ich gehe jetzt hier zurück. Wir machen jetzt Gold Uterian. Das heißt, das hier brauchen wir auch nicht. Septrin haben wir. Was haben wir hier noch Schönes? Ist mir zu schade. Und hier? Da haben wir Qualität, da haben wir einen Trade-Slot. Hier haben wir noch mal mehr Attack. Und da Attack und Speed, das ist sehr interessant. Das lohnt sich dann schon wieder. Hier der eine Attack-Punkt lohnt sich nicht so. Weil ich hier zwei Sachen auch hinzufügen muss. Ist egal, die sind alle gleich. Ich habe sogar einen Fünfer, schau an. Da brauche ich wieder zwei Dinge, um zwei Attributspunkte dazu zu bekommen.
Wie sieht das mit den Trades aus? Okay, da haben wir 2 Punkte freigeschaltet. Hier sind All plus 4. Oh, das. Warte mal, muss ich hier nochmal einen zurück? Achso, All plus 3 haben wir schon. Das wäre dann nochmal All plus 4. Ja, ist trotzdem okay. Nee. Oh, das gab jetzt keinen Bonus, ne? Also bei Level 50 und so, da konnten wir dann immer noch einen Zusatzgegenstand hier einfügen. Hier können wir Sorcery Rose herstellen. Okay. Nee, es lohnt sich nicht. Ich brauche eh 3 Sachen hier. Dann kann ich auch 3 Zweier nehmen. とりあえず何か入れちゃうか。ちゃんと考えないとね。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。 Das bringt mir nichts, weil wir jetzt das Rezept wechseln. Aber ich nehme mal Steel Protection mit. Obwohl hätte das gezählt, ich weiß es gar nicht. Ich nehme hier mal eben was anderes. Nehmen wir das so. Und jetzt hier Steel Protection. So, hier gibt es noch neue Rezepte. Wind Shoes. Effekt 2 ist Attack. Attack für Stoff, aha.
Machen wir erstmal Death und Speed. Obwohl, kann ich auch machen. Die Rosen kann ich ja nochmal wieder einsammeln. Tja, nochmal den Effekt oder Qualität? In diesem Fall gehe ich eher auf Qualität, weil ich da mehr erreiche. Mit einem geringeren Einsatz. So, Trades haben wir nur zwei, das heißt, hier nehme ich dann auch nochmal Trades. Okay, dann nehmen wir nochmal Steel Protection. So, Death und Speed Charge habe ich ja öfter ausgewählt als Trade. Der kommt also auf jeden Fall mit rein. Ja, und dann Steel Protection und Swelling Power. Für schöne neue Stoffrüstung. Also, das war das, wo mir noch das zweite Zeug da fehlte. Das können wir also nicht machen.
Blue Flame Ember, das klingt doch ganz gut. いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。 いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。新しいものができちゃいそう。何を入れるのがいいかな。 So, was können wir mit dem Zeug hier überhaupt machen? Ja, ich wüsste es echt. Also hier kommen wir nicht weiter. Synthesequalität noch erhöhen. Effect Spread. Element Value, Quality, Element Value, Add Dragon. Okay. Das ist also nur so ein Zwischenprodukt. Deshalb High Quality scheint mir eine ganz gute Wahl zu sein. So, ich habe sogar einen Vierer, sehr schön. Oh, Best Quality wunderbar. So. Gunpowder Base haben wir noch gar nicht, okay. Das müsste ich den später nochmal hinzufügen. Achso. Wind. どうしよっかな。ちゃんと考えないとね。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。 Ist egal. So, jetzt kann ich noch eine Sache hinzufügen. Dann zwangsläufig hier Qualität sein dürfte. Was soll ich denn hier reinpacken?
れでいいかな。うまくいくかな。やった、できた。So, dann mache ich das Gunpowder Base eben auch nochmal. Oh, mit Effekt Spread, wunderbar. So, Trade, ja. Add Poison, wäre mir noch wichtiger. Dass möglichst vielseitig einsetzbar ist, das Zeug. So, eine Sache geht noch. Entweder der Trade hier. Oder Quality. Ich nehme mal den Trade. Schade, ich wollte noch auf A kommen, das wäre schön gewesen. Das kriegen wir so aber nicht hin. Reiser, ich hab's rausgefunden. Was hast du rausgefunden? Naja, was wir brauchen, um die Entsalzungsanlage zu reparieren. Wirklich? Ja, was stehst du denn da noch unten rum? Zeig's mir. Was für eine seltsame Form. Und wir scheinen mehr davon zu brauchen. Ja, die lassen sich alle miteinander verbinden. Und sobald es genug Energie gibt, sollte es direkt wieder starten. Ja, ich begreife zwar nicht, wie es funktioniert, aber ich stelle das einfach mal für dich her. Das sollte dann noch passen, oder? Ja, das Problem dürften die Materialien sein. Das ist hier nicht ein normales Tagesgeschäft.
Die Maschine ist ziemlich groß, deshalb müssen die Materialien auch stabil sein. Ich habe natürlich überhaupt keinen Plan über Synthese, deshalb möchte ich, dass du die Materialien selbst auswählst. Meinst du, du kriegst das hin? Natürlich. Ich weiß, was ich machen muss. Und deshalb kann ich das auch herausfinden, was ich dafür brauche. Also, Zeit sammeln zu gehen. Ich mache dann schon mal die Vorbereitungen. Und ich gebe dann Lent Bescheid, was läuft. Achso, weil Lent nicht da ist. Sie informiert auch noch Lent. Alles klar. Puh, ja, dann scheint ja alles so langsam... Ja, scheint sich das Puzzle ja zusammenzusetzen. Ja, sie sind ziemlich zuverlässig geworden. Aber ich bin ein wenig traurig, dass ich ihnen nichts mehr beibringen kann. Also Ryza, sobald die Synthese fertig ist, bring sie mir in den Bunker. Ich brauche insgesamt 3 davon. Okay, das war eben nur eine Charakterquest mit dem Craft Blue Flame Ember. Und jetzt brauchen wir ein... Ja, ein Zahnrad aus Superstahl. Oder ein Stahlzahnrad, was super ist. Das können wir sogar herstellen. Haben wir alles. Insgesamt 3 brauchen wir, hat er gesagt. Jetzt ist die Frage, ob ich mir selbst denn auch ein gutes crafte und das dann dupliziere. Oder ob ich erstmal nur 3 herstelle. Für den lieben Tao. Na, das Gute, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Da fehlen mir noch Materialien. Da muss ich erst wieder sammeln gehen. Oh ja, ich habe hier so ein Papier mit Synth Quality. +1. Ach, dann machen wir doch ein richtiges. Komm. Dann mache ich doch nochmal General Goods mit bei. Ja, wofür wird ein Zahnrad da sein? Für alles Mögliche. So, da haben wir nur noch weitere Synth-Quality. Das ist nett. Aber die Effekte wären mir lieber. 1, 2, 3, 4, das würde gehen. Gerade dieses Effekt-Spread finde ich immer wieder super. Ja, ich nehme tatsächlich als Trade auch das Finest.
Nur um den Effekt-Level da noch ein bisschen höher zu bringen. Ja, hier nehmen wir Feuer. Ach, hier haben wir die Quantity nochmal plus 1. Ja, komm. So, wir nehmen auf jeden Fall erstmal High Quality. Dann hätte ich den Dragon Slayer einfach gern mal dabei. Und Feines bringt mir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr viel. Nehmen wir einfach den Enhanced Finish von auch mit dabei. Okay. Okay, also das, was wir diesen Schrotthaufen, den wir da gerade sehen, soll wohl eine Art Getriebe sein. Alles fertig. Das sollte auf jeden Fall stabil genug für Tao sein. Dann bringe ich es ihm direkt mal in den Bunker. Aber nicht jetzt, die Folge geht schon eine Stunde. Das müssen wir ein andermal machen, vor allen Dingen, weil ich erst noch einen Teil duplizieren muss. Und um es zu duplizieren, wie viel Energie brauche ich dafür? 5000. Da muss ich gerade mal eben hier ein bisschen Gem Reduction machen. Ich sortiere mal nach Quantity. Ja, dann haben wir diese Knochen hier. Ich nehme mal alles, was unter Qualität 80 ist, raus. So, da haben wir 7000. Und dann müsste ich irgendwie noch mal eine Sammelrunde machen. Wir haben jetzt ja auch wieder Platz. 1750, ja. So, denn ein so ein Super Steel Gear möchte ich natürlich auch für mich selber behalten und nicht alles Tao geben. Ich sonst noch gucke, das würde 2000 kosten, das Ding auch sehr teuer. Ein Goldotherion kostet mal eben 5700, um es zu duplizieren. Das ist alles der Wahnsinn hier. Also ich muss bestimmt nochmal 200.000-300.000 Gems mir zusammensammeln. Oder vielleicht eine halbe Million Gems, damit wir eine vernünftige Ausrüstung machen können. Gut, ja, zum Abschluss gehen wir nochmal eben zum Puni. Ich weiß gar nicht, wie ist da der Stand der Dinge. Ah ja, der wartet schon seit Tagen auf seine zweite Mahlzeit. Und wir gehen auf Konstitution. Ah ja, genau, dafür hatte ich Pfirsiche gesammelt, ich erinnere mich. Nee, habe ich nicht. Ich kann ja Haifischflossen. Nee, ich gehe mal auf Laster.
Nee. Obwohl das Cotton Grass. Nee. Achso, klar, die Glasrose, die findest du wieder gut. Hier nochmal wieder auf Konstitution ist. Muss doch hier noch irgendwas geben. So, achso, nee, Rätselluft will ich nicht geben. Ja, ist egal, diese Dinger sind jetzt gerade mal entbehrlich. Na ja, komm, dann nimm das Cotton Grass. Und dann nochmal Konstitution. Ja, Holy Drop schmeckt ja auch sehr gut, ne? Ich überlege gerade, den kann ich ja noch vervielfältigen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann sind wir hier alle sehr hoch und wir kriegen ja qualitativ hervorragende Zutaten dabei raus. Langfristig lohnt sich das schon. So, noch einmal kurz mit den Leuten reden. Manchmal... gibt es ja noch irgendwelche Gespräche. Was ist denn hier los? Endlich kann ich Pizza essen. Naja, ich habe ehrlich gesagt noch nie Pizza gegessen. Ich frage erstmal Empel, wie man die überhaupt macht. Und dieses Zelt hier, es irritiert mich, dass man hier nichts machen kann. Also das ist... Haus, Forschungslabor. Irgendwann ist hier alles zugemüllt. Ja, wir haben erst neulich neu dekoriert, Claudia. Mach dir mal keine Sorgen. Gut, prima. Dann geben wir nächste Folge dieses Getriebe bei Tao ab. Also macht's gut, bis dann. Tschüss.